Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 13. Damals hat man in Bayern noch mit Atomkraft funktioniert, aber die Zeit ist jetzt vorbei und deswegen spielen wir heute Energiespiel Bayern. Servus Michi. Servus Daniel. Das ist ein Spiel, was die bayerische Staatsregierung wahrscheinlich wieder irgendwo in Auftrag gegeben hat bei irgendeiner sehr talentierten Gruppe. Es basiert wohl auf dem Energiespiel Energetika und es ist Bayerns Antwort auf Fallout. Okay. Wir machen jetzt hier Gastspiele. Es geht irgendwie darum. Das wird uns jetzt gleich erklärt. Jetzt pass auf. Wir bedanken uns übrigens schon jetzt bei der Intaler Blasmusik, die GEMA-frei uns Musik zur Verfügung stehen. Das ist nicht in dem Spiel drin, aber weil wir die ganze Energiewende ernst nehmen, haben wir dazu Blasmusik gemacht. So, Energiespiel Bayern wird besiedelt. Das ist aber jetzt wohl gar nicht so saublöd wie das, was wir vorher gespielt haben. Ja, jetzt schauen wir mal. Jetzt warten Sie mal. Übrigens hier schon. Leute, die nicht aus Bayern kommen, wissen das gar nicht. Es ist ja eigentlich so ein Endzeitland, was von Schneemassen umgeben wird. Und eigentlich, nur weil unsere Atomkraftwerke noch ein bisschen Strom haben, ist da überhaupt noch nicht Eiswüste. So ist es. Und du kannst dich entweder mit den Tasten bewegen oder mit WASD. Ja, ne? Dann schaffst du die Energiewende in Bayern. Bis Ende 2022 werden deine 4 Kernkraftwerke nach und nach abgeschaltet. Hier ein paar Tipps. Sorge rechtzeitig für Ersatz und baue neue Kernkraftwerke, Kraftwerke. Mögliche Bauplätze sind grün unterlegt. Achte auf die Mitteilungen und Statistiken deiner Berater. Das ist ganz wichtig als Ministerpräsident. Und auf die Ministerpräsident. Und auf die, muss ich das eigentlich vorlesen wie der Stoiber? Ja, bitte. Und auf die Hinweise aus der Bevölkerung. Ich kann das nicht so gut. Investiere klug in Forschung und Entwicklung. Solange Menüs geöffnet sind, wird die Spielzeit angehalten und du kannst alle Informationen in Ruhe lesen. Aber der ist doch schon gar nicht mehr Ministerpräsident. Achso, das ist ja der falsche. Beachte den Energiedreisprung. Energieverbrauch vermeiden, Effizienz steigern und erneuerbare Energien ausbauen. Es gibt viele Wege zum Erfolg. Viel Spaß. Das ist nur ein Spiel. Ähnlichkeiten zu Projekten im wirklichen Bayern sind zufällig. Zufällig. So. Also, so, auf geht's. Jetzt fahrt Bayern hoch oder runter. So. Ganz schön. Viel Qualm auch in der Luft. Was haben wir denn? Spielerin-Gast. Keine Sozialpunkte, keine Ökonomie, keine Ökologie. Das ist schon mal richtig. Gesamtverschuldung 17.651,49 Millionen Euro. Das sind umgerechnet 17 Milliarden Euro. Durchschnittlicher Strompreis 3,58 Cent pro Kilowattstunde. Stromunterversorgung 0 Tage, wunderbar. Durchschnittliche verbleibende Lebensdauer 29,58 Jahre. Aha. Radioaktiver Abfall 5798,17 Kubikmeter. Ist es jetzt pro Jahr oder generell? Pro Minute. Und ist das ist nee, pro Quadratmeter. So. Nee, pro Kubikmeter, siehst du? Ja, eingelagerter radioaktiver Abfall 0 Kubikmeter. Das heißt, wir haben Problem 1. Es sind knapp 6000 Kubikmeter radioaktiver Müll. Nicht eingelagert, sondern flackern einfach so in der Landschaft umeinander. Atomendlager verfügbar? Nein, brauchen wir auch nicht. Da haben wir schließlich in Niedersachsen oder bauen wir da zumindest oder erzwingen wir da zumindest. 49,84% des Energieausstoßes Kernkraft und die haben wir aber in Bayern nimmer. Deswegen setze ich auf russisches Gas. Nein, schauen wir mal. Wir drucken das. Trocken. 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 So. Ich möchte sagen, was ist jetzt? Gott, das wohin alles blinkt. Eine sehr realistische Darstellung von Bayern. Es besteht im Großen und Ganzen nur aus quadratischen Käfern, die von Atomkraftwerken und anderen Kraftwerken und Photovoltaikfeldern, die da waren, wo früher Natur war. So. Zoom noch mal raus ein bisschen, damit wir mal die Städte identifizieren können. Wie kann man denn rauszoomen? Ich glaube, mit Mausrad. Nee. Nicht? Nein. Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen Kritik, dass du halt in Bayern mit der Regionalpolitik so fokussiert auf deinen eigenen Landstrich bist, dass du das große Ganze gar nicht mehr siehst. Was gerade der Herr Seehofer bravourös vormacht immer, weil der denkt nur an Ingolstadt und Umgebung. Also das muss man irgendwas mal machen. Man sieht ja da gar nicht, was das für Städte sind. Das, ist das kann man aber irgendwo... Das ist ein Minga da, oder? Da bringt Beratung. Lass dich mal beraten. Du kannst doch nicht mal alles selber entscheiden. Was haben wir denn? Oh. Gottes Willen, der ist ja hip. Dr. Josef Stratmann.
Das ist so ein Gammler, so ein Grattler, dem glauben wir nichts. Wirtschaftswissenschaftlerin Marion Brunswittl. Ach, von so einem Weiberts, na. Jetzt warte mal. Soziologe. Ja, ich klicke. Ach hier, so. Du bist verschuldet, aber keine Sorge, das ist ganz normal bei großen wirtschaftlichen Projekten, wie du sie in Angriff genommen hast. Es ist sogar sinnvoll, langfristige Investitionen über Kredite zu finanzieren. Danke sehr. Und so funktioniert es. Statt auf einen Schlag zahlst du die Summe in monatlichen Raten zurück. Allerdings solltest du es nicht übertreiben, sonst gehst du bankrott. Ja. Aber mir nicht. Achso, das war... Und was sagt der andere, der Soziologe? Das ist der Peter Renner. Dr. Peter Renner. Der schaut aus wie von so einem Wahlplakat. Peter Renner, Veränderung wählen. Soziologe. Die Bürgerinnen und Bürger beobachten sehr genau, welche Kraftwerke und Stromspeicher du baust. Alle Anlagen werden besser akzeptiert, wenn du die Bevölkerung durch Bürgerbeteiligungsverfahren in Planung und Bau, da müsst ihr eigentlich in Anführungszeichen, mit einbeziehst. Ja, nein. Ja, wunderbar. Danke. Die Bürger haben halt das Recht, in Fahrenshausen auf ihre Zäune zu malen. Kein neues Kernkraftwerk bei uns. Und dann sagst du, ja, es ist euer gutes Recht, eure Meinung zu haben. Aber, und eure Meinung auch für euch zu behalten. Aber die hätte jetzt termingerecht bis zum so und so vielten im Landratsamt abgeben müssen. Und das ist nicht erfolgt. Also kommt das Kraftwerk da hin. Ja, jetzt bau doch mal ein Kraftwerk, wie wäre das? Also das dürfte München sein. Das ist Minga. Da Frauenkirche ist und der Olympiaturm. Man sieht den Dings Mauszeiger nicht da draußen, also ihr müsst euch das jetzt einfach vorstellen. Was bauen wir denn? Geothermie? Ein Pumpspeicherkraftwerk? Pumpspeicherkraftwerk! Da ist ja schon eins, gell? Da im Süden. Das ist doch wurscht. Jetzt, du kannst doch jetzt nicht Dachau zumüllen mit deinen. Wobei, da ist die A8. Zwischen Adelshausen und Udelshausen bauen wir jetzt ein Pumpspeicherkraftwerk. Da so, nein. Nein, weiter links. Nicht so in Richtung Ingolstadt. Da. So, da ist so. Super, da wunderbar. Da gleich hin. Ja, genau. So, Bürgerinformation? Nee, oder? Kostet 1 Million Euro. Ah, Schmarrn. Beteiligungsverfahren kostet 2 Millionen Euro. Das wird jetzt da hingestellt. Ja, okay. Fertig. So, jetzt haben wir jetzt schon. Schau, gibt's Applaus oder ist das bei der Musik? Das war's, keiner. So. Schau, wir sind überversorgt. Da 110% Stromversorgung. Das heißt, du kannst jetzt langsam eigentlich schon mal das erste Kernkraftwerk rückbauen. Also irgendwas, was du... Das vor allem, das geht eh nicht mehr lang. Das reißt es gleich. Was machen wir jetzt da? Abriss. Reiße dieses einfach ab. Reiß weg. Weg mit dem Auwitzweg. Jetzt Unterversorgung, jetzt schnell nachbauen. Was bauen wir jetzt da? So, was ist das? Photovoltaik-Komplex. AG, der Schmarrn. Das ist ein Schmarrn, oder? Was ist das? Ein Biomasse-Kraftwerk. Was macht man damit? Das ist mit... Das ist quasi was vom Feld, der Udel und so. Dann kriegt jetzt Minga... Schau mal, das ist überhaupt cool. Doch ja, nicht wo. Beim Starnberger See. Unsere Steuerzahler. Dann stellen wir es da noch auf, oder? Ja, wie? Nach Augsburg ist gut. Wunderbar. So, dann sollen wir da mal sagen, dass demnächst recht Stinger wird? ja, aber kein Beteiligungsverfahren. Nein, also es wird recht Stinger, Fenster zu. Gute so. Strategie. Dann stehen die Chancen gut, dass die Anwohner die manchmal störenden Kraftwerke akzeptieren, weil sie verstehen, dass sie für die Energiewende notwendig... Also, die Anwohner sind nicht notwendig für die Energiewende. So, zum Kraftwerk ist wer baut. Wunderbar. Das dauert ja ganz schön lang. Und das ist echt Unterversorgung. Das heißt, München ist jetzt im Dunkeln. Was macht man jetzt? Das ist jetzt schon, dass der Leute da so Straßenbanden. Schau mal, das oder so. Das ist viel schlecht. Dass das vielleicht nochmal... Achso, du hast es ja schon weggerissen. Das Atomkraftwerk. Ja, freilich. Hm. Da hat doch der Roland Koch aus Hessen, der war doch bei Bilfinger Berger, die diese Atomkraftwerke rückbauen. Da hat er einen Haufen Geld verdient, aber scheinbar nicht nur. Da, jetzt sind sie wieder am Netz, schau hier. 100% Versorgung. Ah, sauber. Das heißt, du baust jetzt zuerst einmal mehr Kraftwerke, bevor es das nächste Atomkraftwerk wegreißt. Ja, schau mal, ja, das ist schon wieder zu wenig. Aue. Frag einmal. Na. Ein neiches Hi. Coole. Frag einmal deine Beratung. Nein, oh Gott. Erschüttert. Schau mal, das UW-AW-Zwick, was das. Erschüttert, dass das Kraftwerk gebaut wird. Es gibt massive Proteste. Ja gut, sagen wir gut. Wahrscheinlich strapaziert die nahegelegene Abfallverwertungsanlage die Nerven der Anwohner schon sehr stark. Mit Hilfe von kostenintensiven Änderungen des geplanten Kraftwerkbaus und einer aufwendigen Medienkampagne gelingt es dir jedoch, die Bevölkerung einigermaßen zu befrieden. Das Kraftwerk wird gebaut. Zum Kraftwerk. So, kannst du da jetzt nicht irgendwie ein bisschen was unter das Volk bringen? Also, weiß nicht, dass du ein bisschen einen Fußballverein förderst oder. Mit dem Gemeinderat ist gut Radl fahren. So. wir müssen
stellen wir da noch ein Kraftwerk Forschung hin. Und Entwicklung, Forscher zuerst einmal, bevor es wieder irgendein Schmarrn baust. Die Berater wollten wir so. Ja. Ja. Sauber. Was soll ich eigentlich überhaupt? Ist doch gut. Ja, solange sie einer Pappen halten. Was geht? Bevölkerung. Mach mal Kampagne für Atomendlager in Niedersachsen, bitte. Ja, mach mal das. Kampagne 500 Millionen Euro, spinnst du? Was haben wir denn? Wir haben noch Schulden, oder? Ja, freilich. Ja, dann ist auch schon wurscht. Na. Geothermie ist gut. Das ist gut. Ja, 360 Millionen Euro. Ah, das. Kleine Erderschütterung in Akkum. Hier ist jetzt einmal was. Der Ätzer. Der Erdstark. So. Es lohnt sich, mit Menschen zu reden, wenn Veränderungen auf sie zukommen. Die Bürgerinnen und Bürger waren ganz wissbegierig, mehr über die Bohrung für Geothermiekraftwerke zu erfahren. Infolge der Aufklärungskampagne sind viele der Geothermie gegenüber deutlich positiver eingestellt als noch einige Monate zuvor. Die Technikakzeptanz für diese Art von Kraftwerken ist gestiegen. Wahnsinn. Also, Geothermie. Das ist ein Schnellgang. Also dann bauen wir jetzt so eine Geothermie. Wo haben wir das da? Wo stellen wir das hin? Weiß ich nicht. Irgendwo nicht nach Oberbayern, Franken. Da nein, sind, oh, nein, Schmarrn, da ist wunderbar. Chiemsee, fahr nach Franken, nach Franken. Wo muss man da hin? Weiter nauf. Da. Da so nauf. Nein, weiter nauf. Da so nauf. Schau mal, das geht ja gar nicht. Ja, das geht schon. Ja, das ist raut. Keine Geothermie. Nein, wie? Geht nicht. Geht bloß. Ja, wahrscheinlich waren ja, wir. Ja, dann komm. Stellen wir es da nauf. Da Ober, so. Obersalzberg, die Ecken. Da ist wunderbar. So. Sagen wir es einer. Nein, du schau mal, da kommt der keiner vorbei. Stellen wir jetzt einfach da hin. So, du bist aber mutig. Ah. Mit deinem Button. Da geht jetzt da was voran schon langsam. Schau mal, Sozial und Ökonomie schauen mir nicht gut aus. Wobei sozial passt eigentlich, dass du vielleicht Ökonomie ein bisschen anschiebst. Was machen wir da? Wir haben übrigens jetzt schon 8 Milliarden mehr Schulden gemacht, gell? Tja, und? Deswegen wird jetzt gespart. Aber nicht, dass der Wähler uns abstraft, die CSU. So, Abschlussbilanz. Oh. Schade, du hast es zwar bis in dieses Jahr geschafft, aber leider sind folgende Punktekonten auf 0 Punkte gefallen. Ökonomie ist jetzt vorbei, oder was? Ja, scheinbar. Strommix. Ja, wir haben doch einen Atomstrom großartig zurückgeschraubt. Was wollen Sie denn? Einmal mit der Abrissbirne durchs Kernkraftwerk fahren. Ja, mei. Da haben wir wieder. Nicht eingelagerten Abfall, schau. Aber das ist doch eindeutige Seitwärtsbewegung hier im Grafen oben. Das sehe ich auch. Sonstige Umweltbelastung ging eindeutig nach unten im Sommer. Ja. Da war auch WM. Da hat er was weggeschmissen. Ja, und jetzt? Ja, Game Over. Sollen wir es nochmal probieren? Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich würde sagen, ein voller Erfolg bei der ersten GameTube Trash Flash Ausgabe. Danke, Daniel. Danke, Michi. Bis zum nächsten Mal. Servus. Grüß euch.